Willkommen zurück zu Arx Fatalis. Wir sind immer noch in der Krypta unterwegs und in wahrscheinlich dem untersten Stockwerk haben interessante Dinge gefunden. Es gibt 6 Räumchen oberhalb und unten ein großer Raum mit Zombie. Den lassen wir noch links liegen. Wir haben jetzt auch auf beiden Seiten mal die Wege geöffnet. Keine Ahnung, was das bringt. Wir haben 4 Steinchen. Hab mal die alle angeordnet. Genau, das werde ich jetzt mal so tun. Ah, da kommt wieder das Hirn zum Tragen. Problem ist, das hier stimmt eigentlich nicht. Da muss ein Kreis und ein Punkt in der Mitte. Vielleicht ist es das, wer weiß. Vielleicht ist das hier damit gemeint. Dass das quasi reingefräst ist, dieses Weiße und der Punkt in der Mitte. Ne? So, das haben wir auf jeden Fall gesehen. Das haben wir auch gesehen. Das auch. Uns fehlen also noch eine Sonne und so ein komisches Tee mit Häutlein. Hoffentlich haben wir das oben nicht vergessen. Das wäre nicht so gut. So, jetzt würde ich sagen, wir levitatieren hier mal rüber. Denn sieht aus, als ob wir da einen Satz heiße Ohren oder Füße kriegen. Oder vielleicht enthüllen. Nach links, N, D. Komm. N. Wenn man das N nicht will, verstehe ich nicht so richtig. Wahrscheinlich, weil es keine geraden Striche nach oben sind, weil ich so lang fahre, so wie ich schreiben würde. So, enthüllt haben wir gar nichts. Das ist super. Denn dann muss es levitieren sein. Mega GZ. Alles klar. Mega Spazio Movies. Reicht doch. So. Ah, Telekinese. Nicht ganz. Ah, muss was draufschmeißen, dann geht die Klappe zu. Ich verstehe. Kann ich das auch sein lassen? Moment, macht das das auf und zu? Eine Sekunde. Was sehen wir drauf? Eine Blume. Nein. Oh, die Information, die war schon fertig. Oder Pasquale, ja, das ist ja von dem komischen, verschollenen, vom bösen Tempel. Ein Blatt Papier. Ganz schweres Papier. Fast schon Karton. Das ist alles das Papiergewicht, ne? So, jetzt sehen wir dazu. Und damit ist. Wie jetzt? Das verstehe ich nicht so ganz, aber okay. So, Tür auf. Also irgendwie, ich muss mal ganz ehrlich sagen, irgendwie habe ich jetzt richtig Laune bekommen auf Sief, das metallene Zeitalter. Weil da geht es mir auch, das ist genau so quasi. Und da sind zwischen ein 6-zackiger Stern, oder? Das Magiefeld. Sehe ich doch jetzt schon um die Ecke. Well, well. Oh oh. I see I have a new visitor. Nein. What are you? Traveler or Tomb Raider? Who goes there? I am Gladivir, Guardian of the Shield of the Ancients. And that which common mortals call a ghost. A ghost? I come for the shield. Behind this door is the pathway that leads to the shield. Do you think yourself worthy of it? It is an object of great power, and only a being of superior intelligence can take it from me. Why should I trust you? Traveler, know this. Ghosts do not lie. We can refuse to speak, but with every word that passes our lips, we speak the truth. Well, I await your riddle. You come from the setting sun and go towards the rising sun. To go beyond the sun, identify and honor the 6 elements of the 6 ancients. First,
Place the turning slabs in the position of the six houses of the ancients. And what if there were a link between these runes and the symbols I saw on the ground before I came in here? Ups, hatte mich leider gemutet. Egal, stellt euch vor, ihr kommt aus dem Sonnenuntergang und geht in Richtung Sonnenaufgang. Um über die Sonne hinauszukommen, müsst ihr die sechs Elemente der sechs alten Götter identifizieren und ehren. Richtet die drehbaren Teile in die Position der sechs Häuser der Ahnen. Ja, das sollte relativ simpel sein. Zack, tot. Jetzt möchte ich mal ganz kurz schauen, ob die... Ja, wir gehen einfach mal tiefer. Oder ist einfach nur der nächste Level? Ich weiß es nicht. Überlegen. Zauberei. Magiefeld entfernen. Erzeugen nicht. Das hier, ne? Magiefeld aufheben. Links G. Das war simpel. Ah, okay. Es gibt also noch ein Level unter dem Level. Sag mal, wie tief geht das denn hier bitte, diese komische Krypta? Aber ich müsste es ja dann für jedes... für jede Ebene müsste ja was Feines geben oder einen Ausgang. Dass die dann ihre Kaputten dahin transportieren können. Aber gut, wie genau soll das funktionieren? Achso, die Tür ist zu. So, wo geht die Sonne denn auf? Wo geht sie unter? Also das ist ja wieder Norden. Das ist wieder Osten, Süden und Westen. Was laber ich denn? Das ist doch völliger Quatsch. Aber man kann sich mal entscheiden zwischen vier Stück. Okay. Das ist richtig. So ist das richtig. Das hier wird der Mond mit Bällchen. Ja. Das hier wird das D mit Augen. Das ist richtig. Das hier wird dieses A. Das gute A. Hier haben wir das Sönnchen. Jetzt kann ich es einfach durchdrehen. Aber ich brauche den Kreis mit Kreis im Zentrum, den da. Also so sind sie jetzt. Ich bin fertig. Bin auch. Falsch. Ist das falsch? Muss ich die da drauflegen, auch noch zusätzlich? Eigentlich nicht, weil die habe ich nicht. Ich habe nur die... Oh, ich habe die nicht alle, allen Ernstes falsch rum, weil der Zeiger da drauf zeigt. Okay, 1, 2, 3, 4, oh Gott, 5. Hä? 6. Das sind 12 Symbole, okay. 1, 1. 2, 2, 3, 3, 4. Verdammt, die sind anders angeordnet. Das da müsste da runter. Oh. Naja. Verdammt. Nein, das war's doch. Oh, komm zurück. Kann ich nicht andersrum drehen? Ne. Achso, die sind nicht. Okay, jetzt mal aufpassen, nicht so rumalbern. C. C mit Dings. Das T mit den lustigen Strichlein. A. Kreis. Quatsch, die Sonne, du Affe. Deswegen muss der Kreis werden. Falsch rum. Hm. Ja, kein Wunder, geht ja nichts voran. Hoffentlich war es richtig rum. Oh yes, very good. Indeed. You're on the right track. Now, put each honor stone in place
to correspond with its related house. Now, I just have to find out where each stone belongs at the base of the columns. Sternchen, drei Striche, Quatsch, drei Punkte, L, L. Was ist los? Nein. Ich habe keine Ahnung. Was wollen die von mir? Was sagt denn das schlaue Buch? Nix. Ah, ja. Steht jetzt was Neues drauf auf der Plattform? Oh ja, sehr gut. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Jetzt legt jeden Ehrenstein passend zu den Häusern an die richtige Stelle. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ehrenstein. Dann würde ich sagen, legen wir die Ehrensteine da drauf, oder? Haben wir nicht? Ja, wie unangenehm. Was machen wir jetzt da? Ja, da fehlt die Hälfte. Nicht ganz. Zwei Drittel fehlen uns. Mist, verdammter. Hör auf zu schweben. Ah, ich schwimme alle, okay. Dann leider nochmal retour. Wir müssen jetzt mal das Zentrum da alle machen. Da steht nicht noch so ein dummer Zombie rum. Aber der steht da nicht mehr lange rum. Jetzt haben wir nochmal Licht an, oder? Jetzt wird es zwar ein bisschen lauter, aber irgendwas ist ja immer. Mega D. Mega. Visa. Visa. Ach, wieso? Gehst du nicht? So ein D. Wir haben andersrum zeichnen. Nee. Komm schon. So. Hier war auch noch einer drin. Wir müssen, glaube ich, wirklich ins Zentrum. Uns fehlen die Steine. Zwei Steinchen fehlen noch. Ich wünschte, es gäbe einen ganz normalen Licht. Uns fehlt ja noch das zum irgendwas, was wir da einsetzen können. Wie finden wir das auf dem Tisch? Na, gibt es jetzt erstmal eine Prügelei? Oder wie? Ja, natürlich kommt erstmal eine Runde zu sich. Muss das denn sein? Es fackelt hier alles ab. Jetzt haben wir fünf Stück. Toll. Und wieder nur dumme Halsketten. Ich brauche keine Halsketten, ich brauche keine Gun. Das war so klar, oder? Okay. That's too heavy. Wie? Mir das Auto war hier. Nein. So, bitte mal alle aufwachen. So, guten Morgen. Der letzte Stück hat geschlagen. So, bitte mal heier machen. Zuck. Wir brauchen irgendwas, was da oben in die Öffnung passt. Ah, sehr gut. Das ist das Tee. Jawohl. Komm, noch ein. Ist da ein weiterer drin? Können wir aufhämmern? Wir haben so einen guten versucht. Nee, mach nicht utz. Mach mal. Komisch, funktioniert nicht.
Oh nein! Ich krieg den Stein nicht mehr weg. Das wäre schlecht, weil dann kriegen wir es echt gar nicht mehr auf. So, wir sind nicht stark genug. Aber jetzt entweder Mechanismus oder... Oder wir müssen es mit Segnung probieren. Feuerball. Ja, das wird nicht helfen. Oder Telekinese, sind wir damit stärker? Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht müssen wir einfach nur das Licht anmachen. Eine Grababdeckung. Warum? Eine Flasche mit Blut. Oh, und ein Goldring, den kein Mensch braucht. Okay. Fülle Becher mit Blut. Goldener Becher, war das wirklich? Ah, vielleicht doch. Nee, aufhebeln. Holzstück aufhebeln. Spitzhacke. Jetzt mach das Ding auf und mecker hier nicht rum. Nerv hier nicht rum. Okay, Hirnanstreng. Segnung. Dann nochmal versuchen. Mega in Vitae. Mega. Drevo. Vitae. Trefferpunkt hat man eigentlich, wenn man der Rand voll ist. Fast 300 Mana und 170 Lebenspunkte. Boah, ist ganz gut. Ich schätze mal, so ein richtiger Krieger ist da, aber der sagt sich dann nur, ja, das war wenig. Wie kriegt man das Ding auf? Warum geht das nicht auf? Flasche Blut auf. Na komm schon, komm schon. So, wir haben ein Steinchen gefunden. Verdammt, ist da das letzte drin? Kein Stein. Wo ist der letzte Talisman oder wie auch immer? Noch ein raus. Oder muss man da oben was zaubern? Kann man die benutzen? Mit Deckel. Goldenen Becher haben wir gefunden. Müssen wir jetzt in den Becher schütten und dann zum Fraß vorwerfen oder wie oder was? Da, goldener Becher. Müssen wir irgendwie was anrichten? Lecker Futter. Und dann die Kerze an. Oder alles auf dem Tisch. So, Essen's fertig. Wo hast du Schwein? So, vielleicht selber wieder verstümmeln. Goldener Becher. Fülle in. Nehme. Trink is. Stirb. Eine Grababdeckung. Beides auf dem Tisch. So, ich laufe mal rückwärts. Warum auch nicht? Ah, vielleicht kann man wieder bescheißen, kann die Sachen so rausnehmen. Komm schon. Enthüllen. Enthüllen. Was muss das immer so rätselig sein, sag mal. Links ND. Drevo. Und du hast auch keinen Bock, okay. So, wie geht das Ding auf? Will ich die anderen Nischen mal angucken. Oh Gott, ich muss doch nicht hoffentlich die Nischen alle voll machen. Oder so. Schon wieder Flasche mit Blut. Reicht ein Liter nicht, nein. Müssen es unbedingt zwei sein. Gierschlund. So, zack, Becher noch dazu, dass du auch nicht verdurstest. Sollst ja auch nicht leben wie ein Hund in deinem komischen Sarg. Was ist denn hier los? Mach das Ding auf. Klopf, klopf. Herein, wenn es kein Schneider ist. Sinnesschärfe aktivieren. Was liegt so so faul hier rum? Leere Flasche. Aha.
Oder müssen wir die Nischen alle mit irgendwas füllen, dann gehen die Dinger auf. Aber ich fülle doch jetzt nicht alles mit irgendeinem Schwachsinn. Oder muss ich... Moment, muss ich hier... Kann ich mich dann in... Blutflaschen und so? I should not spill my blood without good reason. Ja, wir haben einen guten Grund. Vielleicht... So. Was mache ich denn hier? Einfach mal... I should not spill my blood without good reason. Ja, wir haben doch einen guten Grund. Muss ich den im Sack haben vielleicht? Das Ding voll. Hier lag auf jeden Fall der goldene Becher. Und dann war das Genöle da. 2, 4. Wir kommen so nicht weiter. Es fehlt noch ein Stein. Und ich schätze mal, dass ein Stein hier drin liegt. Ich kriege hier nicht kaputt gehämmert. Ich kriege gar nichts. Außer einen Hals. Vielleicht auch die Nischen. Oder zumindest die zwei. Vielleicht sind das seine Nischen. Seine Futternischen. So, einmal Futter. Diese Rätselkost. Hör auf, du Schwein. So, Essen ist fertig. Jetzt mach mal hinne. Will er nicht, ne? Frech. Frech wie Oscar. Na, pass auf, wenn du rauskommst, ich hau dich so zu Brei. Richtig schöne Zeit, Affe. Was auch immer da drin ist. Es nervt. Ah. Was ist der Trick hierbei? Was muss ich denn hier machen? Hier ist keine Inschrift, keine Anweisung. Ich habe jetzt alles aus den Haaren. Oder wie? Warum liegt hier so viel Müll? Also, wir haben diese komischen 6 Steine. Das ist ja was ganz anderes. Und die haben wir den vorletzten gefunden. Einer fehlt noch, aber das kann doch nicht sein, dass der oben ist. Mach auf! Und ich kann doch nicht kaputt hämmern. Ich bin nicht stark genug. Hierbei vielleicht. I should not spill my blood without good reason. Halt dann ruhig. Und mach das Ding auf. Oder doch löschen? Wie geht löschen? Aha, andersrum. So, Essen ist fertig und es ist dunkel. Oder muss ich die oben löschen? Oh, das ist ja auch eine Idee, ne? Machen wir Licht aus. Genau, wir löschen oben mal die ganzen Lichter. Vielleicht ist das schüchtern. Links. Und. Sieht das nicht? Mach das Licht aus. Okay, dann randalieren wir halt ein bisschen. Vielleicht wird er dann aggro. Toll. Ach, wie ich es liebe. Oh, und hopp. Ne, auch nicht, ne? Fenster mit Glasmalerei. Wieso kann ich die nicht löschen, bitte? Will er nicht. Warum? Wieso nicht? So eine nette Idee, oder was? Wo ist das letzte Steinchen? Wir haben jetzt die Seerune, genau. Oder Ahnenstein oder wie auch immer. Welcher fehlt noch? Die Sonne, ne? Ja, die dumme Sonne. Oder die Junge hat die hier rum. Moment. Halt. Nein. So viele Knöpfe. So, liegen die hier irgendwo? Wir suchen hier einen Wolf. Na? Hier ist die Tür zu, okay. Ich glaube, das Licht, der kommt da oben vielleicht. Kreuz. Können wir da hin? Können wir da hochfliegen? Nein, wir könnten... Ah, wir könnten weiter runter. Vielleicht ist das der Trick. Ah, wer weiß. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so intelligent, aber
Wir gehen trotzdem runter. Lassen die Fackel an. Vielleicht gibt es hier den letzten Stein. Oder vielleicht finden wir ein Kraftarmband. Was ist hier schon wieder los? Und tschüss, Maus. Deswegen heißt es auch Mausoleum. Wahnsinn, dass mir der jetzt erst einfällt. Richtig gut. Ich dachte mir, ich zögere nicht lange und bringe den einfach mal. Komm, hau weg. Ach, die Maus lebt. Nummer 5 auch, oder? Doppelte Schaden. Soll dein doppelter Schaden nicht sein, wenn du stirbst. Haha, Kinderrätsel. Ich habe sofort rausgefunden, das stimmt mich vor. Bin ja sowieso nicht der... Doch, der Rätselfreund eigentlich schon. Aber ich bei so Adventure-Dinger, die mag ich eher nicht so. Ist nicht so meins. Das mit dem Lehnen, das funktioniert wirklich bei Thief besser, muss ich sagen. Und ich kriege da wirklich Bock drauf, das mal wieder. So, Ruhestörung gemeldet. Ja, ja, one of us. Einer von uns ist nicht aus chlorfrei gebleichtem. So, tschüss mit dir auch. Ach komm, warten einfach ab und. Super. Ja, was sind die für krasse Vogels? Geht's dir zu gut oder so? Junge. Hopp. Ja, aber so nicht. So haben wir nicht gewettet, junge Dame. Eine Mumie. Das stimmt. Schnell wieder auffüllen. Nee. So, der Sack ist wieder voll. Knochen. Toll, kannst behalten. Knochen wollen wir nicht. Wir wollen... Moment, das waren nur zwei? Ach so, eins von den Viechern hat den ersten Schuss überlebt. Und den zweiten. Eigentlich haben die eine Druckwelle. Oder eine Druckwelle, so einen Flächenschaden. Müssen eigentlich alle so ein bisschen Aua kommen haben. Das ist eine schicke Deko, ne? Das müssen wir überlegen, das Bad so vielleicht einzurichten, darunter die Badewanne. Richtig lecker. Aber nur noch Freiwillige, die sich an die Wand zimmern lassen. What? Das war frech, oder? Ah, eine Goldmünze. Nehmen wir mit. Nimm mit. Nochmal versuchen? Oder lieber mit Telekinese? Lieber mit Telekinese, ne? Nicht so nah rangehen. Ich hab's gleich gemerkt. Irgendwie... Das da. ZZ. Warum ist das eigentlich ZZ? Ja, GS. Genau, GS. So. Spazio. Limitato oder so. Comunicato. It's a me, comunicato. So, können wir wieder ausmachen. Kein Mensch. Nichts. Das Kreuz wieder auf links drehen? Nö. Alles gut. Das sind wahrscheinlich keine Schätze, sind einfach nur Fallen. Oh, oder doch. Verzauberter Stahlplattenpanzer. Boah. Ziemlich kaputt. Aber wir sind ja jetzt vom Stielinger. Spielt schon wieder eine andere Melodie. Was sind wir denn eigentlich? Ja, Stufe 7. Arg weit runter kann es nicht mehr gehen, oder? Hoffentlich finden wir hier auch den letzten Stein. Denn wenn nicht, wäre das ziemlich schlecht. Und so viele Fackeln haben wir auch nicht mehr. Aber wir haben noch die Nachtsicht. Die gar nicht nervig ist mit ihrem permanenten
Geräusch, das da ertönt. So, Mana ist voll. Wir können wieder wüten. Aber ich finde es irgendwie nett mit diesen Lichtern, die von der Decke herabstrahlen. Das ist ein schönes Deko-Element. Wird aber so ein bisschen vorsichtig. Ich möchte nicht einen falschen Schritt machen. Plötzlich, zack, ab ist der Kopf. Feuerball. Ah. Ich will ein Mäuschen. Aber im nächsten Raum, ne? Ist ein bisschen weit. Weg, das Geräusch. Lacht die mich aus? Ich kann es mir einfach nicht merken. GS, genau. Kommunikator. Aha. So, der Feuerball ist auch schon warm. Schön. Stahlplatten. Ja, ja, komm. Gib mir einen Stein. Steine sind momentan das Wichtigste. Und zwar diese lustigen, bunt bemalten mit Gravur. Können wir die auch selber herstellen? Oh, das sieht wieder nach Ärger aus. Und da ist auch schon der Ärger. Ein pelziger Naga. Wo Naga? Die waren eher ein Problem. Seine Majestät, König Poxelius, Quartiere. Befolgt die Instruktionen der Wachleute oder bleibt draußen. Könnt ihr reden oder was die Ratten? Die nicht mehr. Tja. Wir suchen einen Stein. Spannend. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Auf der Steinsuche. Und dann werden wir wahrscheinlich fündig und dann ist sie alles gut und wir sind durch. Ganz schön langwierig. Wie lange sind wir jetzt hier unten? Oder was? 2 Stunden? 3 Stunden? Geht schon eine Weile, ne? Aber spannend. Mir gefällt's. Das ist genau das, was ich haben möchte. So schön gruselige, ja, Rätselkost und Untotenkost. So macht man das. Ganz, ganz großes Kino. Kann ich wirklich nur loben. Dieses Spiel hat's wirklich gut gemacht. Das kriegen andere Spiele nicht hin. Ne? Da haben wir ja die Schockeffekte oder die Batterien vom Handy gehen aus. Oder so ein Scheiß. Ah, hier war ein Fallgitter, deswegen. Oder wie? Welches Fallgitter? Vielleicht war ja ein Fallgitter. Ich weiß es nicht. Naja, beim nächsten Mal gibt's mehr. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Und dann gibt's mehr. Und dann kommen wir vielleicht da rein. Wer weiß. Vielleicht tun wir es auch nicht. Es bleibt spannend. Bis dahin. Ciao, ciao.